Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grand Theft Auto 4. Ja, ich weiß, wir haben lange nichts voneinander gehört, aber eher nicht von mir. Okay, vorneweg, das wird eine kurze Folge. Ich möchte euch nur sagen, was passiert ist und dabei ein bisschen rumcruisen. Ich werde danach direkt noch eine aufnehmen und dann die Mission weiterspielen. Aber die hier wird jetzt erstmal eine Erklärungsfolge und eine Fun-Folge, in der ich rumfahre. Außerdem, okay, das kommt danach, es ist eine Menge passiert. Mein Fraps hatte einen Fehler. Ich konnte Fraps nicht starten. Und ich werde nicht mit etwas anderem aufnehmen, weil das meiste davon kostet entweder Geld und dann weiß ich nicht, wie ich es cracken kann oder wie man damit umgeht. Oder die Qualität ist scheiße. Oder es gab irgendwelche anderen Fehler. Ich habe auch noch Camtasia versucht und niemals mit Camtasia ein Fullscreen-Spiel aufzunehmen. Niemals. Und der Spaß hat mich gerammt. Was geht mit dem? Den muss ich kaputt machen. So. Das wollen jetzt. Okay, egal. Ich hatte auch noch den zusätzlichen Fehler, dass ich Fraps nicht deinstallieren konnte. War auf C drauf. Das heißt, entweder ich versuche einen Weg zu finden, wie ich Fraps runterschmeiße, oder ich wipe meine komplette C-Festplatte. Meine gesamten. Alles, was ich drauf habe, das ist 1 Terabyte. Ich habe das nicht partitioniert gehabt. Und das wollte ich irgendwie nicht. Da war mir dann alles andere zu wichtig. Problem war dann, dass mein Motherboard kaputt ging. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich mir schon ein neues Motherboard kaufe, kann ich auch noch einen Prozessor mitnehmen. Also habe ich jetzt einen übertrieben geilen Intel-Prozessor. Ein cooles neues Motherboard. Ich hoffe, die Onboard-Soundkarte funktioniert einigermaßen. Ich habe jetzt noch nicht damit aufgenommen. Ich hoffe, die Aufnahme hier klappt jetzt so. Die Qualität ist wahrscheinlich scheiße. Wenn ihr das deswegen auch alle Einstellungen waren zurück. Ich musste GTA bis hierhin wieder spielen, bis wo ich war. Wir brauchen einen erstmal einen coolen Sender. Das dürfte passen. Ich muss wieder bis hierhin spielen. Ich habe das gestern und vorgestern ein bisschen gezockt und den Rest hatte ich einfach keine Zeit dazu. Durch den neuen Prozessor waren automatisch alle Festplatten neu, weil sonst nichts funktioniert hätte, habe ich alle Festplatten dann formatiert. Und jetzt habe ich Fraps wieder drauf, dank Valorax1337, dem Matze, richtig geiler Let's Player, Mr. Bass Machine, wie ich ihn getauft habe, und seitdem nennt man ihn halt so. Ich bin eigentlich der Trendsetter, müsst ihr wissen, ich waffe auch gerne Leute. Was gab's noch? Das war's eigentlich. Wenn der Sound zu laut oder zu leise ist, schreibt's mir in die Kommentare. Ich werde dann versuchen, das zu fixen, weil, wie gesagt, alle Einstellungen neu. Es kann auch sein, dass das Mikrofon jetzt nicht perfekt eingestellt ist, weil, ja, wie gesagt, alles, wirklich alles. Auch neue Onboard-Soundkarte wegen dem neuen Motherboard. War eine Menge Stress. Ich habe aber deswegen auch neuen Arbeitsspeicher jetzt und theoretisch müsste jetzt zum Beispiel auch Space Marine laufen, ohne diese ganzen Soundfehler. Und darauf freue ich mich dann auch schon. Weil dann kann ich die beiden Projekte endlich jetzt. Und kann ich Space Marine fertig machen. Und GTA weitermachen, weil GTA wird ein bisschen länger brauchen, um fertig zu machen. Ich fahre durch die Fußgängerzone. Dupdi-dupdi-du. I believe I can fly. I believe I can touch. Okay. Was gab's noch? Ja, ich habe mich. Wirklich versucht, das mit dem Fraps zu lösen. Ihr glaubt's mir nicht, aber ich habe schon 2 Wochen am Stück gegoogelt, fast jeden Tag, mindestens 1 Stunde lang. Ich habe keine Lösung gefunden. Ich habe auch gefragt, ich habe Technikleute gefragt, die ich kenne. Ich habe auch so Programme benutzt wie C-Cleaner, hat auch nicht funktioniert. Und an dem Punkt war mir das einfach zu wichtig. Und mit dem neuen Prozessor musste ich halt neues Mainboard und Prozessor musste ich halt dann machen. Hab ich mir auch gedacht, ja, da kannst du genauso gut wieder anfangen oder weitermachen mit Let's Playen. Und seitdem bin ich hier. Ich hoffe, ihr habt mich vermisst. Ich habe auch ein paar von euch haben mich auch gefragt, ob ich weitermache. Ja, natürlich. Wie gesagt, ich werde hier nach wahrscheinlich erstmal. Oh, den Stunt will ich machen. Ich werde wahrscheinlich hier nach auch Space Marine aufnehmen. Warum rennt der Penner in den Weg? Egal. I believe I can fly. Lol, das mit dem Tempo regulieren ist geil. Monster Stunt absolviert.
Bam, ba, bam. Epic Win. Ich glaube, das war eigentlich alles. Dann werde ich jetzt einfach noch ein bisschen rumcruisen, Sachen kaputt machen. Und dann... Oh, eine Harley! Uiuiuiuiui. Das ist jetzt meine Harley. Aus dem Weg, du Winterwestenjackentyp. Ja, Mann, das ist doch mal eine geile Maschine. Oh mein Gott. Wie, die haben mich jetzt angezeigt dafür? Ich habe dem doch nur sein Motorrad geklaut, das anscheinend extrem gepimpt ist und scheiße viel Geld gekostet hat. Und heutzutage habe ich keinen Anstand mehr. Aber das Ding handelt sich wie ein Ziegelstein. Es ist echt schlimm. Das sah doch mal cool aus. So, du. Komm her. Leg dich nicht mit Nico an! Ja! Ich glaube, ich bin noch ein bisschen aus der Let's Play-Übung gekommen. Ich werde versuchen, mich jetzt ein bisschen einzulabern hier. Stich. Oh, der hat mich geschubst! Das hast du verdient, Mann. Niemand schubst mich. Du. Danke dafür, Jungs. Nee. Schrotflinten, Munition und ein Polizeiauto. Megastar. Dann fahre ich noch eben zu meinem fetten Ultra-Mega-Pimp-Haus-Villa. Super-Cyan-Whatever. Natürlich auf dem Umweg, weil es so cooler ist. Ja, da kommt die Polizei. Nee, das... Nee. Nein. So nicht. Das... Da, nein, das möchte ich. Das... Nein. Der ist doch direkt da. Warum sieht der mich denn nicht? Ah, so ein Vollidiot. Handbremse! Das war doch mal, boah, das war doch... Gibst du, das wäre der geilste 180, den ihr jemals gesehen habt. Ja. Ach, ich bin wirklich aus der Übung gekommen, ich habe gerade keine Ahnung, was ich sagen soll. Das ist irgendwie dumm. Also werde ich einfach irgendwas labern. Heute hatten wir in der Schule, war da eine Wespe, im November. Ich weiß nicht, ich kenne mich da nicht so aus, aber ich glaube, das ist abnormal. So ein bisschen. Aber ich habe auch irgendwie keine im Sommer gesehen. Ich weiß nicht, habt ihr im Sommer irgendwelche Wespen gesehen? Hattet ihr da irgendwie... Ich fand, das waren unterdurchschnittlich wenige Dingens, Insekten unterwegs. Na, und jetzt kommen die auf einmal raus. Ich finde das echt merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das mit dem Klimawandel zusammenhängt oder ob das einfach so ist oder ob das einfach normal ist. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ihr da... Sagt mir einfach mal mit, wie das bei euch war. Ich glaube, ich werde jetzt hier speichern. Ab in die Bude. Hier mein fettes Ultra-Mega-Pimp-Haus. Voll Zuhälter-Style. Und dann nehme ich gleich auch direkt den nächsten Part auf. Ich hoffe, es hat ein bisschen Aufklärung geschafft. Ich hoffe, ihr freut euch auf den nächsten Part. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut, dass der hier da war. Und bis zum nächsten Part.